Ein Zukunftsgedanke des Heranwachsenden war es, später mit einem Kind zu leben. Dazu gehörte die Vorstellung von einer wortlosen Gemeinschaftlichkeit, von kurzen Blickwechseln, einem Sich-Dazu-Hocken, einem unregelmäßigen Scheitel im Haar, von Nähe und Weite in glücklicher Einheit. Trug das weinende Kind, selber bitter ermangelnd der Tränen, in den Räumen umher, wo überall die Tore des Gerichts offen standen, mit den schalltoten Hitzestößen der Posaunen. Das Kind. Abschiedstag im Spätsommer in einem dritten Land, wo sie gemeinsam noch die letzten Wochen verbracht haben. Das Kind reist mit der Frau zuerst ab, in seine neue Richtung. Der Mann steht auf der Flugplatzterrasse und sieht die Maschine aufsteigen. Sie zieht hoch im Himmel, schon sehr klein, die Schleife nordwärts und erscheint zuletzt noch als ein Blinken in einer Wolkenöffnung.